So, da ist jetzt willkommen. Herr Mayer, wieder irgendwie ein freundliches kennengelernt. Ja, ich muss mal die Rüstung wieder anziehen. So. Wobei die Klamotten waren gar nicht so hässlich. Muss ich ja mal das so machen. Catwin, keine Ahnung. Temerien. Niemand darf passieren. Halt! Erst Kriegsabgaben zahlen. Bitte was? Was? Schon wieder? Maul halten! Zahlen! Ich hab schon gezahlt. Einmal reicht. Spion, festnehmen! Was geht hier vor? Ich berichte die Festnahme einer verdächtigen Person, mein Herr. Ein Spion. Hexer taugen als Spione so viel wie du als Gouvernante. Wenn ich euch nochmal beim Gelderpressen finde, landet ihr schnurstracks an der Front. Der Ostfront. Jawohl! Du, Hexer, mach einen großen Bogen um diese Gegend. Danke. Leb wohl. An der Ostfront, Alter. Was haben die in diesen DSC gemacht? Hätte beim ersten Mal schon sagen müssen, ne? Da habe ich gesagt, okay, 50 haben sie da verlangt, wir waren schon 100. Okay. Ach, der Kräuterkundler ist das der, wo wir waren. Warte mal. 200 Meter. Mein Papa ist ein Soldat. Deine Mutter stieg nach Hause. Guck mal, guck mal. Ich kann doch nicht rauf, weil plötzlich bei dieser Bengel da steht, Alter. Gute Leute, sind wie Nekrophagen. Übel sehen sie aus und riechen nach Leichengift. Ich würde echt das machen, aber ich habe ihr Schiff beim Rennen gedrückt. Das ist übrigens hier die Trophäe, ne? Kaufrausch. Ersteige alle Gegenstände im Aktionsbus zu dem Hammer kommt. Geil. Das war ja nicht. Raubritter! Raubritter, Freunde, was ist denn los, Junge? Ey, lass mal dein Schwert da. Das war alles. Ich hab nicht so viel Energie. Hat der mir gerade einen Guck mal, schon hast du keine. Ey! Sag mir jetzt nicht, man kann die aufladen, die Schläge. Viel zu tun in der Gegend. Ich könnte. Zieh mal das Schwert. Zieh mal das Schwert. Man kann den aufladen. Oh Leute, das wusste ich nicht. Boah, Alter. Okay, schick das weg. Das habe ich nicht gewusst. What the fuck? Das war recht effektiv. Mehr hast du nicht zu sagen? Ich habe dein Leben gerettet. Puh, dieses Gesindel hätten wir mit links erledigt. Wir? Mann, bist du pingelig. Du weißt, was ich meine. Willst du jetzt handeln oder nicht? Hast du vielleicht Schafgarbenextrakt? Hab ich. Hinten. Folge mir bitte. Aha. Es wird interessant.
Der Fremde. Wer ist er? Da bist du. Gut. Abwarten. Du willst mir was sagen, nehme ich an. Also schieß los. Wie drücke ich es aus? Wir haben ein gemeinsames Ziel. Wir wollen beide etwas aus Borsodis Schatzkammer. Wer ist er? Warum bündeln wir unsere Kräfte nicht? Ja, aber was genau sind deine? Ich habe einen Plan. Ich habe ihn das letzte Jahr über ausgearbeitet. Jetzt ist es Zeit, ihn umzusetzen. Kann ich auf dich zählen? Also, wer ist er denn? What the fuck? Wir fragen mal. Die Schatzkammer. Was ist darin, das du haben willst? Etwas, das mir gestohlen wurde. Dann geh doch zur Stadtwache und melde ein Verbrechen, anstatt selbst einzubrechen. Habe ich versucht. Mehrfach. Verstehe. Betrogen vom System und von der Welt. Wie auch immer. Was hat man dir gestohlen? Das wäre eine lange Liste. Reden wir von was anderem. Bist du dabei oder nicht? Bevor wir fortfahren, weißt du überhaupt, was Max Borsodis Haus ist? Ich weiß, dass es in der Schatzkammer ist. Du beantwortest meine Frage nicht. Du meine auch nicht. Machst du nun mit oder nicht? Der ist voll zwielichtig. Komm schon, ich kenne nicht mal deinen Namen. Welche Rolle spielt er? Er spielt eine Rolle, weil du offensichtlich was verbirgst. Und nicht nur vor mir, sonst säßest du nicht im Keller eines solchen Drecklochs. Wir haben alle dunkle Geheimnisse. Aber ich habe dich nicht gebeten, mich zu heiraten. Ich brauche nur deine Hilfe bei einem Raub. Wir brechen ein, nehmen, was wir brauchen und gehen unserer Wege. Versuch, mich reinzulegen und du gehst nirgendwo hin, das weißt du. Ich schneide dir den Kopf dort ab, wo er am Hals festgewachsen ist. Ich kenne die Risiken. So, nun hast du mir gedroht. Bist du jetzt dabei oder nicht? Ich bin kein Dieb. Gelegenheit macht Diebe, Hexer. Ich spreche aus Erfahrung. Na schön. Erzähl. Das Auktionshaus wird Tag und Nacht von 20 redanischen Soldaten bewacht. Patrouillen gehen auf und ab. Und hier um die Ecke eine Kaserne. Mit Gewalt kommen wir nicht rein. Wir müssen unbemerkt bleiben. Durchaus. Ist jedoch nicht einfach. Der Haupteingang ist gepanzert. Die Fenster sind mit Dimeritium vergittert. Aber es gibt keine Festung ohne Schwachpunkt. Auch diese hat einen. Mein Schwachpunkt ist jedenfalls Geduld. Also spar dir die Kunstpausen und rede. Neben dem Haus steht ein Turm, der mit dem Dachboden verbunden ist. Wegen der Patrouillen können wir den Turm nicht von der Straße aus betreten. Aber in 60 Fuß Höhe gibt es ein Fenster. Keine Gitterstäbe, keine Fensterläden. Da müssen wir hoch. Dann schleichen wir ins Auktionshaus rüber. Die Treppe runter und in die Schatzkammer. Wir brechen oder sprengen die Tür auf. Fertig. Klingt grässlich. Der Turm ist glatt wie Glas. Ich weiß nicht, wie es mit dir ist, aber ich komme da nicht hoch. Und das sollst du auch gar nicht. Lass mich ausreden. Wir brauchen zwei weitere Komplizen. Einer klettert hoch und wirft uns ein Seil runter. Der andere öffnet die Schatzkammer. Ein Panzerknacker oder Sprengmeister. Ich habe schon einige geeignete Kandidaten gefunden. Wir müssen nur die Besten auswählen und anwerben. Vielmehr du. Ich halte mich aus der ganzen Sache lieber raus. Hatte ich mir wegen der Kapuze schon gedacht. Sonst noch was? Ja, aber das gehört zu den Einzelheiten. Die erfährst du, wenn du dabei bist. Na gut. Tja, andere Möglichkeiten habe ich nicht. Also gut, ich bin dabei. Aber unter einer Bedingung. Niemand stirbt. Ist das klar? So klar wie die große Sonne von Nilfgaard. Wollen wir uns entspannen und auf eine gedeihliche Zusammenarbeit anstoßen? Ich würde lieber anfangen. Womit geht es los? Als erstes stellst du die Truppe zusammen. Dann dezimierst du die redanische Patrouille etwas. Es sind so viele, wir könnten gesehen werden. Was soll das mit dem Dezimieren? Ich hatte gesagt, niemand stirbt. Immer mit der Ruhe. Ich wünsche niemandem den Tod. Nur eine Unpässlichkeit. Spuck's aus. Pflaumen! Du musst den Koch der Garnison überzeugen, den Soldaten etwas in ihr Essen zu mischen. Damit einige von ihnen bettlägerig werden. Einer von zwei, würde ich sagen. Wir wollen doch keinen Verdacht erregen.
Ich kenne das Rezept für einen passenden Trank. Ist das nicht wunderbar? Brau was von dem Trank. Geh in die Stadt, such den Koch auf und überzeuge ihn, dir einen Gefallen zu tun. Vielleicht mit einem Zauber, wahrer Münze oder deinen Fäusten. Gut, wen haben wir zum Öffnen der Schatzkammer? Fangen wir mit unserem Zwergenkandidaten an. Kasimir Bassi, Mahakama-Sprengmeister. Es heißt, er könnte mit einer Prise Salpeter Novigrad in die Luft jagen. Die Schatzkammertür dürfte kein Problem für ihn sein. Leider hat er seinen Beruf vor ein paar Jahren an den Nagel gehängt. Er hat sich im Dorf Alnes niedergelassen, geheiratet und ein paar Kleine gezeugt. Kann sein, dass er uns einen Korb gibt. Weitere Optionen? Quinto. Das ist der berüchtigste Panzerknacker des Nordens. Wird in Kettwen, Lyrien, Angrin und Kovir gesetzlich gesucht. Leider wurde er vor ein paar Tagen geschnappt. Von Hans von Sidaris, diesem Söldnertrottel. Ja, ich kenne den Mann. Hab einen Erzgreifen für ihn erledigt. Ein übles Scheißvieh. Hans oder der Greif? Eigentlich beide. Einen soll ich also aus dem gemütlichen Heim reißen, den anderen aus dem gemütlichen Käfig. Mal überlegen. Erzähl mir vom Einbruchskünstler. Schwindelfrei sollte er wohl besser sein. Deswegen hätte ich gerne Eveline Gallo, eine Artistin, die als Hermeline bekannt ist. Sie gastiert gerade mit ihrem Zirkus irgendwo bei Oxford. Spezialitäten, rhythmische Gymnastik, Seiltanz. Nicht Einbruch und Raub? Offiziell nicht, aber ich habe ihre Tourneeroute mit einer Liste der dreistesten Einbrüche der letzten Jahre verglichen. Sie korrelieren perfekt. Ich bezweifle, dass das ein Zufall ist. Aber wenn sie nicht will, ist Hugo Hoff alias Bulette unsere zweite Option. Ein Halbling. Den hältst du für geeignet? Ein Mondgesicht ist doch keine Verbrechervisage. Du würdest dich wundern. Hugo hat mehr Einbrüche auf dem Buckel als du, getötete Monster. Und vor 2 Jahren hat er den vergoldeten Hahn vom Dach des Rathauses in Novigrad geklaut. Er kann also klettern. Angeblich verbirgt er sich in Ochsenfurt, in einem Haus beim Novigrader Tor. Sei vorsichtig. Er ist nicht groß, aber anscheinend ziemlich gefährlich. Anders. Na gut, ich bin weg. Cool. Habe zu tun. Ich auch. Erledige alles. Wir treffen uns hier wieder. Und dann? Dann besorgen wir es Horst. Von allen Seiten. Alle zusammen. Ja? Wir reden erstmal mit Eveline Gallo. Hugo Hoff. Der Panzerknacker. Achso, das sind einzelne Quests. Dann öffne ich der Panzerknacker. Ernsthaft? Deckung, meine Freunde, Deckung. Das ist immer das A und O. Immer die Deckung schön oben haben. Kein Schwuch, der. Ja, guck mal, das können wir doch. Wir wollten uns auch noch betrügen. Die Börse war voller gefälschter Kronen. Seht! Bist du Quinto? Ja, höchstpersönlich. Mit wem habe ich die Ehre? Heda, das gefällt mir nicht. Hexer, bleib gefälligst vom Käfig weg, klar? Womit ist er euch denn auf die Zehen getreten? Uns nicht. Er hat sein paar Bankiers besorgt. Die wollen jetzt seinen Kopf sehen. Gegen Gold. Und da Meister Hans von Zideris so geschäftstüchtig ist, hat er mich geschnappt und will die belohnen.
Hat dir jemand das Wort erteilt? Halt den Rand! Ich brauche Quinto. Lebendig. Und ich brauche Geld. Jede Menge. Gut, dass mir egal ist, wer mich bezahlt. Du oder die Bankiers? Ich sag ja, äußerst geschäftstüchtig. Und ich sage, halt den Mund. Hör auf, dazwischen zu quatschen. Wo war ich? Ja, ich soll ihn gehen lassen? Her mit dem Zaster. Ich will den ausgesetzten Betrag. Ach, berühmter Söldner heißt es. Aber er führt sich auf wie ein altes Fischweib. Kronen zählen. Nichts als Kronen zählen. Was? Ich lass mich doch von einem Mutanten nicht beleidigen. Ich hab mich in Hagge bewiesen. In Dillingen. In Brenner. Alles lange her und sicher zur Hälfte gelogen. Ein großes Mundwerk hast du aber. Au, das hat wehgetan. Was? Das nimmst du zurück, du Hundsfott! Faustkampf. Sorg dafür, dass ich's zurücknehme. Verlierst du, krieg ich Quinto. Top? Top, verdammt! Macht Platz, Jungs! Lasst mich dem Bummler zeigen, was passiert, wenn man Hans von Zideris reizt. Was denn? Verlieren wir die Nerven? Reicht so! Jetzt die andere Seite! Die andere! Und da ist er unser. Du wirktest ja gleich schwächlich, aber so einfach habe ich es mir nicht vorgestellt. Ja, ich bin auch ziemlich überrascht. Wir haben reinquatscht. Haltet die Klappe. Beide, nimm ihn, Hexer. Und seht beide zu, dass ihr euch verbe... Ja? Aber wie bist du? Grete, gestern. Ich habe auf einen ruhigen Augenblick gewartet. Der Hexer war schneller. Das war meine Arbeitsprobe. Also, sag mir, wozu brauchst du mich? Ja, also... Du müsstest mir etwas öffnen. Nicht so klein wie ein Käfig. Klingt interessant. Lass die Details hören. Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt. Klopf an und frag nach Schafgarbenextrakt. So sieht's aus, Freunde. Guck mal, aber da geht es Spaß. Nice. Damit würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann holen wir uns die anderen. Das bedeutet, dass die Kasten Daniels fast.